Warum habe ich einen fliegenden Tiger in meinem Zimmer? Das ist doch ein fliegender Tiger. Was bist du? Was? Was bist du und was machst du hier? Hä? Das ist so... Hä? Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge Hausflipper. Oh, ich habe in Hausflipper tatsächlich so viele Ideen gerade. Ihr habt auch so viele tolle Sachen in die Kommentare geschrieben. Ich weiß, wir brauchen auf jeden Fall ein neues Büro. Wir arbeiten da dran. Wir arbeiten natürlich erstmal am... Yeah, genau. Pienchen hat total einen an der Waffel mal wieder. Ach so, die spielen miteinander. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Oh, sogar mein Häschen ist gerade hier. Ich glaube, es sind gerade alle da, ne? Naja, okay, also, der haben es aus dem Keller natürlich leider nicht. Okay. Lassie hat einen Zitteranfall, mal wieder. Entschuldigung, nicht Lassie, Zelda natürlich, hupsi. Ja, wow, ich weiß. Okay, oh nein, du bist groß geworden. Oh nein, Zelda ist ausgewachsen. Naja, okay. Also erstmal fein gemacht, schön groß geworden. Ich glaube, zur Feier des Tages nehmen wir dich auch mit. Ne? Wir nehmen dich jetzt mal mit zum Büro, zum Arbeiten. Und wen nehmen wir noch mit? Ich würde gerne noch einen zweiten mitnehmen. Ach man, ich würde so gerne auch mal das Häschen mitnehmen. Das geht ja leider nicht. Soll ich Aurelie mitnehmen vielleicht? Was macht sie da? Wie sie guckt, als ob sie ganz dringend auf Toilette müsste. Sie so, oh. Ja, komm, wir nehmen dich mit. So, du darfst heute mal mit zum Job kommen. Ne? Freust du dich schon? Ja. Zelda macht dir noch ein kleines Nickerchen vorher. Mhm. Bist du eigentlich auch ausgewachsen? Du siehst auch so. Wann ist denn das passiert? War Lassie vorher auch schon ausgewachsen? Vielleicht, als ich nicht da war. Hä? Oh, das fände ich aber richtig gemein. Oh, ach so, genau. Hier, du musst leider zu Hause bleiben. Wir können nicht so viele mitnehmen, weil sonst rennen mir die alle in der Gegend rum. Das tut mir leid, Lulila. Du kannst leider heute nicht mitkommen. Aber ich glaube, wir werden ein bisschen wieder was von dem Addon mit den Tieren weiterspielen. Weil wir brauchen ja noch ein bisschen Geld. Nämlich, um an Weihnachten dann das richtige Haus kaufen zu können. Ja, auf der einen Seite habe ich gelesen, es wäre richtig cool, wenn wir dieses hier, das Kevin allein zu Haus als Büro nehmen würden. Und das ist natürlich total richtig, weil das ist ja richtig groß. Und das ist eigentlich eine richtig coole Idee, weil dann haben wir natürlich super viele Zimmer, hoffe ich jedenfalls. Steht das da? 20 Räume. Leute, wir hätten 20 Räume. Wir könnten das halt komplett ausräumen, leer machen und ganz neu einrichten und hätten dann richtig viele Zimmer für die ganzen Tiere, die es halt gibt. Das wird aber definitiv nicht nur eine Folge werden. Das wird dann auf jeden Fall mehrere Folgen wahrscheinlich sich entlang ziehen. Dafür brauchen wir aber ein bisschen Kohle. 364, das habe ich noch nicht ganz. Und ich brauche natürlich dann auch noch Geld, um das einzurichten. Und im Endeffekt weiß ich auch noch nicht genau, was mache ich dann mit meinem alten Büro. Soll ich das dann verkaufen? Ich glaube ja. Ich glaube, ich würde das, was ich jetzt habe, wieder verkaufen. Was ich aber auch eine richtig gute Idee fand, ein Kinderheim einrichten. Boah, ich finde die Idee so gut. Und da eignet sich das Haus natürlich auch richtig toll. Also es wäre auch mega gut als Kinderheim. Ich weiß nicht, ob das das Größte ist, was es gibt. Naja, das hat 13 Räume, das ist auch viel. Oder halt eben so ein ganzes Schloss. Das wäre auch krass. Oh, ja, oder das hier so quasi wie so eine Zaubererschule kinderheimmäßig machen. Oha, und das machen wir dann ins Schloss rein. Ja, das ist dann noch teurer. Okay, oh, voll gruselig. Oh, ich weiß nicht. Transsilvanisches Schloss. Okay, vielleicht sollte ich mir das doch noch überlegen. Das ist nämlich gruselig. Ich hatte heute übrigens gerade nicht so Riesenlust auf irgendwas ganz Gruseliges. Deswegen mache ich heute nicht das Halloween-Haus, das zweite. Aber keine Sorge, ich mache das auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, heute sind meine Nerven gerade nicht so ganz in der Lage, irgendwas Gruseliges noch zu verknusen. Oder als neues Büro wäre natürlich auch cool, wenn wir sowas in der Art hätten. Eins von diesen neuen Häusern. Deswegen habe ich nämlich gedacht, man könnte vielleicht mal weiterspielen, um zu gucken, ob es ein richtig cooles neues Haus gibt. Weil ich finde die Umgebung hier richtig toll. Das heißt, man hat da halt einen Garten etc. So, das hat man halt nicht, wobei doch, ich glaube, bei dem anderen hat man wahrscheinlich auch einen Garten. Aber ich finde, hier sieht es halt richtig cool aus mit dem See und so. Und wenn man da dann, oh mein Gott, ist das dreckig. Wenn man da dann so ein Riesenhaus hätte am See mit richtig vielen Zimmern, boah, das würde ich auch richtig feiern. Aber die ganzen unteren haben natürlich auch schon viele Räume. Boah, was, 17? Auch 17 Räume? Das ist auch echt viel. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Schnee in der Berghütte. Ja, okay, das ist auch interessant. Das kenne ich halt auch alles noch nicht. Es gibt so unfassbar viele Häuser, ne? Das hier, das ist das Gruselding. Komm, das machen wir in der nächsten Folge. Aber wir müssen erstmal ein bisschen Kohle machen. Und es gibt natürlich hier auch bei den Aufträgen auch richtig coole neue Häuser, denke ich jedenfalls, weil es gibt ja auch, oh mein Gott, ich bin da auch so raufgegangen gerade. Es gibt ja hier so diese Luxusdinger. Kann ich vielleicht ein bisschen weiter rausscrollen? Ich sehe halt gar nichts. Hallo? Ja. Ich glaube, es hat sich aufgehängt. Ich gehe mal wieder weg. Ja, hier gibt es auf jeden Fall auch neue Häuser und ich denke mal, hier vielleicht gibt es auch sowas mit Pool. Wäre auch schön, oder? Könnte man auch mal machen. Oh Gott, sind das alles Häuser? Nee, oder? Sind das alles Häuser, die ich bearbeiten kann?
Sind das so viele? Da geht's ja hier los. Oh, das ist ja heftig. Ja, nee, also ich will auf jeden Fall erstmal hier wieder in diese coole Umgebung. Die ist so schön. Ich muss halt nur rausfinden, wo es weitergeht. So, das haben wir, das haben wir. Ich hätte gerne bitte so ein großes. Ach nee, das ist so ein kleines Haus. Ja, ich glaube, ich muss aber hier weitermachen, weil sonst komme ich da irgendwie nirgends anders hin. Ah, da geht's auch noch. Das hier könnte auch relativ groß sein. Das wäre auch schön. Oder das hier, so mit dem Steg. Ah, da will ich hin. Ich meine, das war auch schon schön. Wir werden auf jeden Fall wieder irgendeine neue Aufgabe bekommen. Na los. Unser Titel heute, eine Chance der Veränderung. Ein hyperaktiver Hund, eine Katze des Nachbarn und ein einfallsreiches Geschwisterpaar. Das sind die Zutaten eines Desasters. Besonders dann, wenn die Kinder ihre neue Erfindung im Elternschlafzimmer ausprobieren wollen, alle Haustüren offen stehen und die Katze den Hund ärgert und ihr tägliches Rennen startet. Kurz gesagt, niemand ist verletzt, das Schlafzimmer wurde niedergebrannt und eine Renovierung ist unvermeidlich. Ah je. Ich bin ehrlich, so komme ich mir momentan auch manchmal vor mit meinen kleinen Katzen. Gut, ich habe meinen beiden Tierchen Bescheid gesagt. Wir gehen jetzt zu dritt los. Ich hoffe, dass sie mir vielleicht sogar helfen können, weil Zelda ist ja eigentlich ein hilfsbereites Tier. Aha, das sieht ja schon mal interessant aus. Ach, da oben ist es ausgebrannt, ich sehe. Ein Adler. Wie konnte das geschehen? Die Antwort lautet Jiri, Silka und ihre genialen Ideen. Dazu kommt, dass der Hund die Nachbarkatze jagt und das Resultat liegt auf der Hand. Die Explosion war so laut. Die Feuerwehr war schon vor meinem Anruf unterwegs. Weißt du, was mein Mann sagte? Hanitschka, vielleicht wird es Zeit für eine Veränderung. Okay, lass uns mit seinem Abstellraum anfangen. Unsere Kinder leben quasi aufeinander, da er seinen Müll horten muss. Sie wachsen heran. Sie brauchen ihre Privatsphäre und eigenen Bereich. Vielleicht wird sie das etwas beruhigen. Oh, a chance to change. Eine Chance der Veränderung. Okay, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, kriegen die Kinder jetzt größere Zimmer und jeder bekommt seinen eigenen Bereich. Ja, wir nutzen quasi dieses kleine Feuerchen, was passiert ist, um alles rauszuräumen, sauber zu machen. Und das sah gerade so aus, als hätte Zelda irgendwie so einen Strohhalm im Mund. So ganz edel, so. Ach, das war doch nichts leider. Ja, Aurélie ist auch da. Sehr schön. Ich finde die Hintergrundgeschichte auf jeden Fall schön, dass die Kinder jetzt wahrscheinlich ein größeres Zimmer bekommen oder einen eigenen Platz. Vielleicht sogar mit eigenem Badezimmer oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Was ist das denn hier? Namen ändern? Oh. Ich kann sogar zeichnen. Warte mal. Z. Zahn. Tanzara. Okay, jetzt habe ich meinen eigenen Namen draufgeschrieben. Das heißt, ich lebe jetzt in der Hundehütte. Na toll. Ich finde es richtig cool, dass ich hier zeichnen kann. Sieht man das dann auch? Kann ich auch... Oh nein, oh, das war ein Krüppelherz. Wir malen das mal vorsichtig aus. So, jetzt muss ich da durch. Jetzt muss ich sie auch ausmachen wieder. Nein, was ist denn da passiert? Nein! Oh, oh nein, mein Mittelpunkt hat sich irgendwie plötzlich verändert. Okay, fertig. Speichern. Sieht man das irgendwo? Da steht das. Oh, guck mal, wie süß ist das denn bitte? So eine möchte ich zu Hause haben für meine Tiere. Du hast dann auch draußen so ein kleines Häuschen. Wir brauchen unbedingt sowas mit Garten. Ich möchte bitte diese Hütte einpacken. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Dankeschön. Räume den Müll auf. Also hier draußen scheint ja auch irgendwo... Ah, ich sehe schon. Hier draußen ist sehr viel Dreck. Gut, wir machen mal einfach den Boden hier ein bisschen sauber. Habe ich gar nicht gesehen. Es war so schön Ton in Ton mit den Fliesen. Das ist immer das Gute, wenn man solche Fliesen hat. Dann sieht man den Dreck nicht so doll. Oh, da ist noch jemand durchgelatscht. Okay, ja gut. Wir switchen mal um auf unseren Mob. Hier komme ich glaube ich nicht weiter. Hä? Ich habe gerade von hier aus drin sauber gemacht. Wie ist das passiert? Okay, ich habe einen magischen Mob. Der kann das. Hier ist auch irgendwo Dreck. Ist das an der Wand vielleicht oder ist das drinne? Keine Ahnung, ob das jetzt hier... Ich glaube, das ist wahrscheinlich drin. Boah, ist das schön mit so einer Hängematte draußen. Oh, vielleicht ziehen wir einfach selber hier ein. Oh, ist richtig schön. Guckt euch mal auch diesen Blick an. Hier einfach wieder so auf so einen schönen See. Aber da drüben ist, glaube ich, auch ein Haus. Das sehen wir nicht, ne? Oder ist das gar nicht dort? Oh, mit so einem coolen Wasserfall. Reinige die Verschmutzung. Ja, ich bin immer noch nicht fertig. Ich denke mal, hinterm Haus wird vielleicht noch was sein. Weil die Sachen, die mir angezeigt werden, das ist ja immer im Garten dann auch. Normalerweise jedenfalls. Sollte es so sein. Hier ist hier nichts. Gibt es hier vielleicht Verschmutzungen am Haus? Was ist denn mit dem Müll? Wo ist denn hier Müll? Ich sehe gar keinen Müll. Kann ich von hier vielleicht ein bisschen sprühen? Oder bezieht sich das Reinigen auf alles? Nicht nur hier auf den... Ich sehe hier keinen Müll. Oder soll ich das da verkaufen? Oh, wollen die, dass ich das verkaufe? Nee, das ist ja Terrasse. Okay, das darf ich nicht verkaufen. Nee. Hä, wo ist denn der Müll? Hier steht ein Müll. Räume den Müll auf. Ich gehe erstmal rein. Vielleicht finde ich das später noch raus. Schönen guten Tag. Die Reinigungsfirma ist da. Welcome. So, oh mein Gott, wo sind Sie denn hier durchgelatscht? Ja, wir machen das mal sauber. Ich guck mal, ob ich jetzt hier von drinnen an diesen Dreck dran... Okay.
Badezimmer. Das Badezimmer scheint ja in Ordnung zu sein. Und hier irgendwo dazwischen ist der Dreck. Wie komme ich denn da dran? Ich bin leicht verwirrt. Bin ich hier vorbeigegangen an einer Tür? Ach so, hier ist eine Tür. Oh, das ist ja auch schick. Das ist so ein Ankleidezimmer. Was ist das da? Sind das Lampen? Ich mach mal kurz hier Klick. Ja, sind Lampen. Das ist ja auch schön. Aber kann ich denn bitte hier putzen? Ist das von innen oder ist das von außen? Ich komme hier nicht dran. Es könnte natürlich auch im zweiten Stock sein. Ja. Ja, komm, wir testen das mal aus. Könnte im zweiten Stock sein. Ich begutachte erstmal, was wir hier so haben. Reinige die Verschmutzung. Okay, das bezieht sich noch hier auf das Wohnzimmer. Hier ist irgendwo auch Dreck. Hier vielleicht? Könnt ihr mal aufhören, mir hier so in die Quere zu kommen? An der Wand? An der Decke. Ah, oh. Ach so, auf der Treppe war das. Ah, alles klar. Dann haben wir das Wohnzimmer ja jetzt schon fertig gereinigt, ne? Oh, vielleicht schaffen wir heute sogar zwei Häuser. Dann werden wir richtig reich. Ich bin motiviert. Ihr merkt das schon. Was läuft denn hier heute? Oh, wie üblich. Ach, die haben das aber schon gemütlich hier, finde ich. Hier könnte man direkt so einziehen. Küche. Boah, ist die schön. Die ist auch voll groß. Ich hatte noch nie so eine große Küche. Sollen wir hier mal draufdrücken? Ihr habt mich gar nichts zu essen. Das geht nicht, ne? Ich wohne hier nicht. Schade aber auch. Ah, wir gehen mal Achso, das ist gar kein Keller. Ich dachte, das ist der Keller. Ich wollte gerade sagen, wir gehen mal erstmal in den Keller. Ach, das ist die Garage. Aber hier ist auch nichts. Guck mal, hier alles ganz ordentlich. Oh, sowas hier. Ja, hier müssen wir auch nichts machen. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich nur im oberen Stockwerk was tun, weil oben hat es ja auch gebrannt. Unten war ja eigentlich nichts. Das heißt, wir müssen jetzt hier oben was sauber machen. Ist nur die Frage, wo da der Dreck von unten kommt. Ob das jetzt wirklich hier oben ist oder nicht. Oh, das ist ja, oh ja, ja, das ist, glaube ich, verbrannt. Das müssen wir wahrscheinlich verkaufen. Hier ist der Dreck, ne? Da, das ist der Dreck. Müssen wir das Fenster aufputzen? Nee. Ich guck mal eben gerade, das muss man bestimmt verkaufen. Ja, siehst du, das war so, das ist schon so verbrannt. Oh, war ja. Oh, das ist auch total verwüstet hier. Ich glaube, die müssen wir wahrscheinlich auch gleich verkaufen. Oh, das ist wahrscheinlich auch kaputt. Das sieht alles kaputt aus. Da müssen wir alles weg. Hier, alles muss weg. Ach, du Schreck. Eieieiei. Oh, oh, oh. Oh. Ihh. Oh, weia, oh, weia. Ich glaube, da hilft auch das Putzen nichts mehr. Ich versuche mal erstmal irgendwas wegzuschmeißen. So, das ist alles Dreck hier. Mein Gott, was ist denn hier passiert, liebe Leute? Du? Was haben denn die Kinder hier gemacht? Mann, gefährlich, gefährlich mit Kindern. Was ist das da? Scherben. Gedrückt halten zum Aufheben. Ach nee, das ist Bett. Ja, ich glaube, das kann auch keiner mehr gebrauchen. Die kommen auch weg. Der Schrank, der ist auch nicht mehr gut. Also hier muss auf jeden Fall alles neu gemacht werden. Fenster ersetzen. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Ach, wunderbar. Hier müssen wir auf jeden Fall auch die Decke bemalen. Sollen wir das schon mal? Die muss auch weg, die Lampe. Die ist ja auch ekelhaft. Ich werde mir wahrscheinlich schon mal hier die Farben kaufen, ne? Weil Farbe macht erstmal viel aus. Meint ihr, wir brauchen noch mehr Weiß? Ach, egal, das da. So, Weiß. Und, achso, ich muss noch einen Gegenstand verkaufen. Das muss ich neu machen. Und wahrscheinlich muss ich auch noch mal die Tür erneuern, weil die Tür, die sieht auch schrecklich aus. Sogar die Steckdose ist hier richtig verkohlt. Ja, jetzt muss ich hier mit den ganzen Fäden, wollte ich gerade sagen, die ganzen Kabel reinführen. Das machen wir weg, so, hier. Schrauben wir da zusammen. Das da und dann hier noch die kleine Schraube rein. Wunderbar. Haben wir schon wieder Strom. Das ist doch schön. Dann machen wir erstmal hier schick die Decke wieder in Weiß. Ich habe noch nie eine Decke gestrichen, seitdem das geht, ja. Ich bin ehrlich. Das ist komisch. Aber normalerweise war die Decke sowieso immer schon weiß. Deswegen. Deswegen musste ich das nie. Das ist ja ein bisschen schwierig hier zu streichen. Okay. Was ist denn hier alles noch? Ist das hier oben oder ist das der Boden oder was ist hier so dreckig? Da ist auch noch irgendwas. Ach, die ist auch kaputt, die Steckdose. Oh, hoppala, habe ich gar nicht gesehen. Ja, mach ich auch mal eben schnell neu. Die ist ein bisschen anders. Die ist so quer. Aber gleiches Prinzip, ne? Auch wieder Kabel rein und wieder runterschrauben. Und nochmal die Abdeckung drauf und festschrauben. Okay, was sehe ich jetzt hier noch? Auf der Karte sehe ich hier irgendwie noch ganz viel Dreck. Ich weiß halt nicht, ob das in dieser Etage ist oder ob das oben vielleicht auf dem Dach auch sein könnte. Oh nee, das sind die Wände. Ach so. Das ist hier an der Wand. Hä? Aber das andere ist doch unten. Nee, ist es doch hier? Das ist sehr eigenartig. Das ist komisch, dass ich das nicht so erkennen kann, wo der Dreck ist. Ich sehe den ja immer nur so auf der Minimap. Nein, jetzt muss ich doch nochmal runter gleich. Oder muss ich die Sitzmöbel putzen draußen? Sieht ein bisschen so aus. Ja, wir machen erstmal die Tür hier, ne? Wir brauchen ja dann die Innentür. Wie heißt die? Achso, Bodenfliesen. Ja, ich würde jetzt gerade mal kurz eine Tür hier neu reintun. Innentür Vero Braun. Hört sich an, als hätte sie einen Vor- und Nachname. Mein Name ist Vero. Vero Braun. Ja. Ging die vorhin auch noch außen auf? Habe ich die jetzt falsch rummontiert? Nee, ne? Nee, sieht ganz gut aus. Hier ist sie auch so bündig. Ich glaube, das hier wird ein Mädchenzimmer. Hier gibt es nämlich die Farbe rosa Nebel und dunkle Parkettstreifen. Oh, die kriegen jetzt ein richtig schickes Zimmer. Und die kriegen wahrscheinlich jetzt jeder ein Einzelzimmer. Also jeder ein eigenes. Und die haben vorher, glaube ich, nur so ein Kinderzimmer gehabt. So ein gemeinsames, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, genau. Das kaufen wir auch für die Wände. So, hallo. Ihr sitzt im Weg ein bisschen. Kann ich ihm das hier in den Mund geben? Hier, nimm das mal.
Wie geht denn das? Ich weiß doch, dass das geht. Hilfreich. Hier steht doch hilfreich. Aber wie funktioniert das mit hilfreich? Job, folge mich. Nimm das. Ich habe ihm das extra gerade in den Mund geben wollen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Mann, Zelda, sag doch mal, wie funktioniert denn das? Kann mir das jemand sagen, wie das geht? Ich möchte gerne, dass Zelda das hier nimmt. Farbe geben. Ja! Zelda! Wuhu! Kann ich da jetzt mal eintauchen? Na gut, jetzt brauche ich nicht, aber ich finde es ganz gut, weil Zelda kann dann mal so die weiße Farbe mitnehmen. Weil ich glaube, weiß könnten wir vielleicht häufiger nochmal gebrauchen. Das ist ja cool. Jetzt funktioniert das. Ich hätte gerne irgendwann nochmal so einen dickeren Pinsel oder so eine fettere Farbrolle. Ach, das ist auch eine sehr schöne Farbe. Habe ich die schon mal gehabt? Rosa Nebel? Nee, zu Hause habe ich, glaube ich, nicht rosa Nebel. Da habe ich, glaube ich, die etwas stärkere Farbe. Die ist so ein bisschen knalliger. Oh, das wird aber wunderschön aussehen. Ich glaube, ich muss die beiden aber gleich mal rausschicken, weil das Zimmer ist zu klein. Warum gibt es hier eigentlich keine Heizung? Nicht, dass sie wieder auf die Idee kommen, irgendwie Feuer zu machen. Das wäre nicht so gut. 93%. Oh ja, das müssen wir von innen auch nochmal streichen. Das geht ja sonst gar nicht. Hier ist noch... warum wird jetzt angezeigt, dass das fertig ist? Ich mach mal hier das Weiß. Gib mir das mal. Dann machen wir das hier. So. Ich finde das immer schön. Das setzt sich dann so ein bisschen ab mit dem Fenster. Kann ich das hier oben nicht vielleicht auch weiß machen? Oder ist das nicht erlaubt? Doch, ich darf das. Hübsch sieht das aus. Sehr schöne Farben. Wo sind denn eigentlich hier die Bewohner? Wo sind denn hier die Tiere? Hier gibt es doch angeblich auch Tiere. Kleiderschrank Woody. Lichtschalter. Ja, komm, wir fangen erstmal mit dem... Nee, wobei... Wir fangen vielleicht doch erstmal mit den großen Möbeln an, ne? Bett. Boah, ich krieg sogar ein Doppelbett. Oh, das ist aber auch schön. Was passt denn hier? Also so ein Holzbett würde ja schon gut aussehen. Raue, dunkle Eiche. Ja, ich finde so ein Holz tatsächlich schon gerade ganz schön. Aber vielleicht sogar... Das ist ja schon wieder kühle Eiche. Jedes Mal, wenn ich denke so... Ah nee, kühle Asche hatte ich sonst immer, ne? Jedes Mal finde ich dann wieder kühle Eiche hübsch. Nee, oder kühle Asche. Oder halt einfach weiß. Könnten aber auch ein bisschen in Richtung Grau gehen. Weil das ist ja eher so ein Jugendzimmer. Und es ist so ein bisschen cooler, wenn man dann so ein bisschen mit Grau vielleicht arbeitet. Ja, doch, komm, wir machen so ein bisschen was Schickeres. Grau-schwarz? Bettbezug weiß? Beige? Nee, wir wollen schon irgendwie... Es muss süß, aber auch cool aussehen. Vielleicht sogar schwarz. Nee, das ist zu heftig. Ich glaube, wir nehmen Grau. Oder so ein Dunkelgrau? Nee, so ein Hellgrau. Matratze lassen wir weiß. Kissen könnte vielleicht so ein kleiner Farbtupfer sein. Nein? Ugh, bloß nicht. Ja, schwarz wäre okay. Oder halt eben so ein bisschen wie die Wand. Oder Linien. Das ist auch cool. Nee. Warum das immer? Ich finde das nicht schön. Wir nehmen Pastellrosa. Das geht immer. Ja, und dann haben wir natürlich hier noch für die kleinen Kissen auch so eine Auswahl. Finde ich auch schon ganz gut. Wir könnten aber auch... Ja, das finde ich auch sehr gut. Passt dann hier so zu den Beinen dazu. Und in der Mitte? Grau? Nee, ich finde... Nee, auch nicht. Ich finde vielleicht tatsächlich, dass wir das... Nein. Entweder machen wir die alle dunkel oder wir machen das in weiß in der Mitte. Wir machen alle dunkel. So. Och, jetzt sag nicht, dass die hier im Weg stehen. Komm raus, komm. Ihr sollt mir helfen und nicht mich behindern. Hallo. Komm, ja, feini. So. Das muss hier irgendwie unters Fenster. Boah, das ist ja sowas von riesig. Warum geht denn das nicht? Hallo, das muss hier irgendwie rein. Dieses Riesenbett muss hier rein. Achso, da steht mein Eimer Farbe. Nein, das geht natürlich nicht. So, ihr zwei, bitte nicht bewegen. Schön still stehen bleiben. Hat sich ja das Bett hoffentlich noch gemerkt, ja. Okay, gut. So, wir kriegen das hier hin. Wir kriegen das hier unters Fenster, so. Wie soll denn das hier alles reinpassen? Das ist so viel. Oder geht das hier um die ganze Foto? Vertikale Heizungs-irgendwas. Ach so, nein, die Heizung. Ah, okay. Upsi da. Wo kommt denn die jetzt hin? Da passt ja nichts, ne? Direkt neben das Bett? Das ist aber, da ist die Luft so schlecht neben dem Bett. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo sonst hin. Wir machen das vielleicht auf diese Seite. Muss ja wohl irgendwie. Du kannst kaufen und hier montieren. Na gut. Ja, dann machen wir erstmal das. Wir machen erstmal... Ach so, so sieht die aus. Mhm. Okay. Ja, das ist ja schön. Rot-Gold. Also so eine Heizung hatte ich noch gar nicht. Wir nehmen mal so ein Grau. Ja, wir nehmen so ein Grau. Also ich finde, das ist eine sehr schicke Heizung, die halt gar nicht aussieht wie eine Heizung. Die sieht einfach aus wie so ein Deko-Element. Boah, das ist ja mega. Das ist ja mega nice. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es, glaube ich, eher auf die Seite gemacht, weil ich das schön finde. Ich wollte es einfach so ein bisschen verstecken. Deswegen dachte ich so, hinter der Tür. Aber nein, es sieht gut aus. Ach, naja, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Kleiderschrank Woody. Den nehmen wir natürlich auch in Grau. Nein, ich hätte gerne Grau. Ja, aber dann hier nicht so komisch. Nee, warte mal. Nichts mit komischem Holz. Höchstens noch in Wängenholz. Höchstens noch. Oder sonst halt eher schwarz. Aber schwarz haben wir gar nicht. Ne? Doch, da. Schwarzes Holz. Ja, es muss dezent aussehen. Das hier passt halt überhaupt nicht. Da kommt entweder Grau oder Weiß. Ist das in Ordnung? Ja, das ist gut. Weil dann ist in der Mitte der Spiegel, der ist schwarz. Metall in Dunkel finde ich gut. Passt auch dazu. Boah, der ist riesig.
Hilfe, ist der groß. Okay, das kommt dann einfach hier hinten hin. Weil wir haben nicht sonderlich, also wenn wir es daneben das Bett machen, dann kriegen wir da keinen, ne, da haben wir keinen Platz. So, das muss leider hier so ein bisschen in die Ecke, weil sonst rennt man da auch so voll in den Kleiderschrank rein. Eieiei, ich hoffe, jetzt haben wir nicht mehr so Riesensachen. Nachttisch, 2 Stück. Oh, das könnte problematisch werden mit der Heizung. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich leider gar nicht gesehen. Nein. Graues Holz oder graue Eiche? Graues Holz und schwarz. Metall? Nee, möchte ich auch dunkel. Oder weiß? Nein, dunkel. Toll. Das wird jetzt, glaube ich, nicht passen mehr. Vielleicht muss ich das Bett ein bisschen weiter nach links schieben, damit ich hier noch einen zweiten Nachttisch hinkriege. Ach, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Das ist nicht klar. Oder ich muss halt komplett das Bett um... Jetzt geht es wieder nicht. Komm, Zelda, komm raus. Zelda, komm raus. Zelda! Zelda, ach, kann ich Zelda mal kurz sagen? Zelda, sitz bitte. Ja, genau, sitz. Ja, ja, so feines, feines Hundi. Nein, nicht aufstehen. Sitz. Dann mach du mal Sitz, ja? Sitz. Ich hoffe, Zelda hat das mitgekriegt. Ich habe hier sonst echt ein Problem, weil das so klein ist. Also das ist so, ich habe so wenig Platz. Nur so ganz eng da dran. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt ist es nicht mehr gerade unterm Fenster. Oh nö. Okay, weiter geht es nicht. Ich mach's so. Dann vielleicht kannst du ein Stückchen zurückschieben. Das wäre jetzt ein Stückchen weiter wieder rechts. Ja, okay. Ja, schon, das ist schon gut. Aber wir haben immer noch so viel. Oh no. Ah, 2 Tischlampen. Ich hätte gerne vielleicht so ein bisschen rosa. Oder ist das zu viel? Oder wir machen wirklich einfach ganz dezent hier. Grau. Dann machen wir hier weißes Holz. Und statt Metall machen wir schwarz. Wir sind ganz dezent heute. Ganz dezent. Es soll ein schönes Mädchen-Jugendzimmer werden. Genau. Ja, ja. Die Kinder sind jetzt erwachsen. Erwachsener auf jeden Fall als vorher. Sie zündeln vielleicht noch ein bisschen viel, aber okay. Eine Deckenleuchte, ja. Das brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Eine nur. Pastellrosa. Naja. Oh, die ist gut. Ich habe immer ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo die Mitte ist. Wahrscheinlich eher nicht dort. Aber egal, das passt schon. Ja, ganz schlicht weiß. Lichter, weißer Lichtschalter. Schön, schön, schön. Doch, das ist gut. 2 Teppiche. Fotohündchen. Wir machen erstmal das Foto. Die Frage ist, welche Größe? Wir versuchen erstmal M. Oh, ja, ja, M ist okay, ne? Hier haben wir ein bisschen Platz. Machen wir das dahin. Und noch eine kleine Yucca-Palme mit einem... Nö, ich glaube, ich würde gar keine Farbe nehmen. Ich würde einfach weiß nehmen. Mit einem weißen Topf. Die stellen wir hier so in die Ecke. Ja, klein, aber fein. Fehlen nur noch 2 Teppiche. Nämlich in... Ich würde auch einfach ganz schlicht wieder in weiß oder grau nehmen. Ich glaube weiß, um das hier noch so ein bisschen zu... Oh, oh, oh. Hier sollen 2 Teppiche rein? Wie sieht das denn aus? Das geht doch gar nicht, oder? Kann ich den einfach... Ich lege einfach einen unters Bett, dann sieht das keiner. Ich finde das voll komisch. Ich meine, ich könnte halt hier so auf der einen Seite einen hinlegen und auf der anderen. Aber ich habe doch gar keinen Platz. Wie soll denn das funktionieren hier mit dem komischen Teppich? Wir tun einfach so, als sei das ein Teppich. Geht gar nicht, ne? Jetzt habe ich hier 2 Teppiche drin. Das sieht doch völlig blöd aus. Kann ich das wieder rückgängig machen vielleicht? Also ich finde das nicht schön. Was ist denn das für ein Quatsch hier mit dem Teppich? Ich möchte den bitte verkaufen. Ich finde das nicht gut mit dem Teppich, hallo. Ich kann aber nichts machen dagegen. Der muss ja hier irgendwo hin. So weit in die Ecke, wie es geht. So, wir versuchen den so weit wie möglich zu verstecken unterm Bett. Ja, so, weiter geht's leider nicht. Dann machen wir das hier auch. Ich hoffe, dass das hier auch geht auf der Seite. Oha, hier geht's viel weiter. Oha, guck mal, wie weit das hier weggeht. So, hä, es geht gar nicht weiter. Na gut. Naja, aber ich meine, ne, so, das ist jetzt hier irgendwie so die einzige Möglichkeit, wie das noch normal ein bisschen aussehen kann. Ja, schön. Das Zimmer ist auf jeden Fall fertig. Wer hat denn hier das Licht ausgeschaltet? Ich glaube, es war Gott. Ich gehe mal ins nächste Zimmer. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo einen Lichtschalter haben. Geht ja sogar. Ist halt die Frage, ob wir jetzt hier, oh schön, ob wir jetzt hier auch alles verkaufen müssen. Ich denke mal, ja. Ja, ja, wir machen erstmal alles sauber und dann gucken wir mal, ob wir hier, es ist schon fertig hier sauber gemacht, okay. Ob wir alles hier verkaufen müssen. Oh, es sieht fast so aus. Die hatten hier auch eine schöne Schaukel im Zimmer. Ja, aber die sind jetzt erwachsen. Also, ne, die sind nicht erwachsen, sondern die sind jetzt jugendlich und die wollen natürlich jetzt nicht mehr hier in einem Zimmer schlafen. Deswegen wird das ganze alte Zeug jetzt hier verkauft. Braucht ihr alles nicht mehr. Teddy auch nicht. Oh, wie gemein, so die alten Kuscheltiere verkaufen. Das ist schon ein bisschen traurig, ne? Und als letztes auch noch die Schaukel. Ach ne, ist ja gar nicht das letzte. Das Wandbild, der Teppich. Die Uhr braucht auch keiner mehr. Und die Innentür, natürlich, die kommt auch weg. Ist hoffentlich die gleiche, ne? Ja, das müsste jetzt die richtige Richtung sein, hoffentlich. Hier kommt jetzt die Farbe heller Pfirsich. Helle Parkettstreifen. Wir machen dann erstmal den Fußboden. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen anders, ne? Das andere Zimmer, das hat einen etwas dunkleren Fußboden. Oder war das der gleiche hier? Naja, auf jeden Fall war es eine andere Farbe an der Wand. Ich nehme hier, boah, nehme ich hier, ich weiß nicht, ob M reicht. Doch, ich glaube schon. Zur Not kann ich ja meine Farbe nochmal irgendwo anders eintauchen, hier mein Pinsel. Ich habe jetzt gelernt, wie das funktioniert, die Farbe zu strecken.
Wir machen das so. Erstmal einfach hier meinen Pinsel so reinhalten bis fast zum Schluss. Dann mache ich hier einmal so einen kleinen Tropfen drauf. Dann habe ich die ganze Rolle hier voll Pfirsichfarben. Ja, genau. Habe ich meine Farbe nämlich ein bisschen überlistet so. Das passt ganz gut immer, wenn man von einer Farbe zu viel hat. Dann kann man die einfach da so nochmal benutzen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich später vielleicht nochmal weiß brauche oder irgendwas anderes, aber wenn, dann eher weiß. Auf jeden Fall nicht das Rosa. Das glaube ich jedenfalls nicht. Hab da hinten nochmal eingetaucht. Aber hier war nichts verbrannt, ne? Hier war eigentlich nur so ein bisschen Restruß. Nur so ein bisschen dreckig. Also richtig verbrannt war, glaube ich, nur das eine vordere Zimmer. Was haben wir denn hier eigentlich für eine Farbe? Ach nee, das ist eine ganz andere Lampe. Ich hoffe, ich schaffe das hier noch mit der. Ja, locker, ne? Ja. Wir müssen auch immer noch mal begutachten, ob das Haus hier ganz cool wäre, um selber da einzuziehen. Das ist auch immer noch wichtig. Okay, guck mal, das ist ja schon mal schön. Hier auch wieder ein schönes, freundliches, helles Zimmer. Ich hätte so gerne hier irgendwie... Ach, da ist ein Lichtschalter. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, das hat hier extrem viel gebracht. Laminat verlegen, Gegenstand kaufen. Oha, wir kriegen hier ein Schildkrötenaquarium. Oh, ja, das machen wir gleich. Wir sind hier gerade hier. Die Kinder kriegen jetzt jeder immer ein Doppelbett. Das ist ja voll nett. Ist das jetzt hier ein Jungszimmer? Ich glaube, es könnte hier ein Jungszimmer werden. Dann nehmen wir hier so ein bisschen was Derberes. Wir nehmen... Oh, das finde ich eigentlich auch schön. Ich finde, das passt halt auch voll gut. Na komm, wir nehmen Wengenholz. Ne? Wengenholz geht immer. Oh, du dunkle Nuss. Können wir auch machen. Himmelblaue Streifen. Boah, ne, dieses Oma-Muster. Hm. Ich fände eigentlich... Ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist halt nur die Frage. Ich glaube, lieber mit dem da. Finde ich doch besser. Ich mache es jetzt mal nicht so direkt vorm Fenster. Ich mache es jetzt einfach mal da. In der Hoffnung, dass wir hier links und rechts wieder ein kleines Tischchen bekommen. Ja, Nachttisch Hermes. Graues Holz. Oh, es gibt Wengenholz, na Gott sei Dank. Sonst hätte ich einfach weiß genommen. Das ist aber nicht Wengenholz. Rückgängig, Moment mal. Wir nehmen einfach schwarz. Du musst es noch ein bisschen hier weiter nach drüben schieben, das Bett. So, Moment, wir heben das nochmal an. Ich glaube, so ist es ein bisschen besser. Ich weiß ja nicht, was hier noch so kommt. Ich sehe klassischer Schreibtisch. Wir haben auf jeden Fall also noch eine Schreibtischecke. Oha, wir haben einen Hamsterkäfig. Der ist ja auch so riesig. Ein Schrank. Was ist denn noch groß? Ich muss erst die großen Sachen zuerst einrichten. Also wir haben einmal Hamsterkäfig und wir haben einen Schreibtisch. Jetzt halt die Frage, wie groß ist der Schreibtisch? Der Hamster ist auf jeden Fall sehr groß. Da werde ich einfach... Doch. Wengenholz nehme ich auch wieder. Ich nehme das ganz schlicht, so wie das hier auch schon drin ist, weil Wengenholz passt mir ganz gut. Farbe weiß, Metall. Da machen wir auch weiß. So. Ist halt nur die Frage, sollen wir hier den Hamsterkäfig eher nach dort stellen oder hierher? Ich würde hier, glaube ich, eher meine Schreibtischecke hinmachen. Und dann können wir nämlich so vom Bett aus immer auf unseren Hamster gucken. Das finde ich irgendwie ganz süß. Hier ist hinten, ne? Da ist, glaube ich, vorne. Hier kann man nämlich so in seine kleinen Höhlen reinschauen. Ja, da machen wir hier den Hamsterkäfig hin. Dann kann man hier mal so reingucken. Oh, ich finde das voll cool. Können wir dann bitte auch noch einen Hamster kaufen? Oder geht das nicht? Na gut, wir machen erstmal den Schreibtisch. Ja, das ist wieder genau die richtige Farbe. Ich glaube, die ist... Ja, die passt gut. Das machen wir hier auf die Ecke. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas, was hier so... Ne, vielleicht so eine Pflanze oder so, die man in die Ecke stellen kann. Gibt es da sowas? Ja, das Ding da. Nee, warte mal. Aufgaben. So ein Spiegel. Auch entweder Wengenholz oder weiß. Ich versuche mal so. Das ist ja cool. So ein fetter Spiegel. Wohin damit? Den fände ich eigentlich auch schön. Hier so ein bisschen so über Eck. Weil dann würde ich hier das da vielleicht ein bisschen verschieben. Dann eher so dahin. Und dann machen wir den so ein bisschen weiter in der Ecke. So. Wir haben aber noch keinen Schrank, ne? Oh, kommt noch ein Schrank? Ja. Nein, hoffentlich ist der nicht so groß. Ja. Oh, das könnte problematisch werden. Griffe? Grau. Ja, grau ist okay. Naja gut, dann muss halt der Schrank hier noch daneben. So, dass man da nicht so direkt drauf zurennt, ne? Ja, das ist so schwierig, finde ich. Nee. Das müssen wir umräumen. Das gefällt mir nicht gut. Der Schrank ist mir zu fett, der muss eher irgendwo hier in die Ecke. Ja, wir stellen den Schrank hier in die Ecke und dann stellen wir den Spiegel auf jeden Fall zum Schrank dazu. Dann mache ich den einfach so. Und dann kommt halt die Schreibtischecke hier hin. Das finde ich auch in Ordnung, weil dann kann man halt die ganze Zeit immer so den kleinen Hamster angucken. Und dann rennt man hier nicht so direkt auf so ein Riesenteil. Ja, das ist doch viel besser. Sieht viel offener aus. Bogenhanf. Ist das jetzt das Einzige, was hier noch irgendwo in der Gegend so rumsteht? Bis auf den Stuhl natürlich. Ja, das ist okay. Machen wir in schwarz. Oder machen wir ein bisschen Farbe. Wir machen mal grün. Oh mein Gott, ist das groß. Ups, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was ist das denn für ein Riesenteil? Hätte ich eigentlich gerne lieber da hinten irgendwo in der Ecke gehabt. Oder hier vorne, ist das da auch gut? Hier daneben so. Oh, das ist ein bisschen sehr eng. Oh nee, das gefällt mir nicht. Gibt nicht sonderlich viel andere Plätze leider. Ich tue es wieder dahin. Sieht so ein bisschen verloren aus leider. Hier dazwischen wäre es sonst vielleicht auch noch okay. Naja, kann das Kind ja sonst selber auch nochmal umräumen. Also wir hatten hier Wengenholz, deswegen nehmen wir da auch wieder Wengenholz. Und wir nehmen ein bisschen wieder das Grasgrün von dem Topf.
So, das passt doch ganz gut. Und dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen was zum Arbeiten, weil die sind ja schon etwas größer, ne? Jetzt haben sie auch einen Laptop. Ich würde dem Laptop gerne auch eine Farbe geben. Wir nehmen mal einfach einen blauen Laptop, damit man den nicht verliert. Man kennt ihn. Oh, das ist die Leuchtfarbe. Ah, cool. Gelb. Wir nehmen gelb. Gelb und blau. So, den bauen wir dann hier auf. Oh, ich kann den anmachen. Was passiert? Achso, ich kann schon den Auftrag beenden. Nein. Ja, genau, das wollte ich machen. Ich wollte die Farben hier anmachen, damit man das sehen kann. Ja, sehr schön. So, hier für den Tisch natürlich noch so eine kleine Tischlampe. Aber hier nicht so ein komisches Braunmetall. Gelb? Nee. Rot ist vielleicht ein bisschen zu bunt, ne? Wir nehmen einfach schwarz. Ja. Die ist aber süß. Mach das Licht an. Natürlich, immer gerne. Brauchen wir noch eine neue Lampe? Nö, die Lampe war ja eigentlich schön. Eine Haustieruhr. Oh, wie cute. Creme. Ja, die würde passen zum Untergrund, aber nee, wir machen, glaube ich, doch lieber schwarz, weil sonst fällt die nicht so auf. Ich bin ja mal großer Freund. Ich mache gerne die Uhren hier drüber. Bei uns in der Küche ist die Uhr auch hier. Ja, weil wenn man halt hier so rausgeht, dann guckt man nochmal so, ah ja, okay, so spät ist es. Dann geht man halt. Außerdem kann man so gut vom Bett aus sehen. Warum haben die hier immer diese hässlichen Teppiche? Ich verstehe das gar nicht. Ein Bild, ein Poster und zwei Lampen. Ja, wohin mit diesen Lampen? Ach so, auf den Tisch natürlich, auf den Schreibtisch, auf den Nachttisch. Da würde ich, glaube ich, sogar die Farbe lassen. Oder, nee, warte mal. Ja, das müssen wir ganz kurz ausprobieren, wie das aussieht. Nee, schwarz. Ah ja, weil, das kann man eigentlich so lassen, weil der Tisch ist ja schwarz. Vor allem, ich glaube, ich würde das sogar so machen. So. Und dann drehen wir das nämlich so immer nach innen. Ja, finde ich gut. Und darüber brauche ich definitiv ein Bild. Dann nehmen wir dann das hier, Bild Waldeule. In M. Oh ja, M ist gut. Ich muss mir mal da vorstellen, das weiß ich nicht, wo die Mitte ist. So, das passt hier perfekt hin. Und hier haben wir auch noch einen Platz. Also entweder da. L, wie groß ist wohl? L ist zu groß. Das passt nicht. Dann vielleicht, oder vielleicht doch nur S. Irgendwie weiß ich nicht, irgendwie würde ich das nicht hier drüber hängen. Ich würde das irgendwie eher doch dahin hängen. Komisch. War eher so meine Intuition. Ja, jetzt weiß ich auch nicht so genau, was ich mit diesem komischen Teppich wieder machen soll. Oh, ich bin kein Fan. Wir machen einen weiß. Und zwar hier so davor. Nee, das geht nicht. Boah, das ist so blöd, ne? Ich würde auf jeden Fall halt hier so einen drunter machen. Aber kann ich nicht die Größe verändern bei dem? Nee, geht nicht. Oh, ist das dumm. Grün. Grün ist auch nicht so schlecht. Dann machen wir vielleicht hier dazwischen noch einen. Kann ich den auch so ein bisschen schräg machen? Das sieht blöd aus, ne? Oder? Oder geht das? Wenn man den so ein bisschen schräg... vielleicht... Aber auch nicht. Ich mache einfach hier einen hin. Ich würde nie so komisch die Teppiche verteilen, aber ich muss ja leider irgendwie Gardening. Ich habe ein einziges Buch und zwar über Gartenarbeit. Ja, das kommt natürlich auf den Schreibtisch. Okay. So, das ist also das nächste Jugendzimmer hier, ne? Ja, schön, hell, offen. Und was jetzt mit den Tieren? Kriegen wir hier auch noch irgendwas Schönes für die Tiere? Hier muss ich erstmal Laminat verlegen. Wichtig. Laminat, Parkett dunkel. Jetzt kaufen. Oh nein, jetzt muss ich das wieder so. Ist das hier für die Wand oder was? Ich glaube, das ist für die Wand. Ach so. Ach, das dauert ja immer so lang. Einmal mal hier die Tür zu, bitte. Habe ich jemanden eingeschlossen? Nee, habe ich gerade schon erschrocken. Oh Gott, das dauert ja ewig. Ja, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache das mal gerade ganz kurz fertig. Oh mein Gott, das ist viel mehr, als ich dachte. So, jetzt muss ich gleich fertig sein. Ja, jetzt fehlt nur noch das richtig schöne Schildkröten-Aquarium-Arche. Ich glaube, die hier kann ich verkaufen. So, jetzt müssen wir die, glaube ich, mal ein bisschen zur Seite tragen. Weil hier hinten ist nämlich so ein bisschen Platz. Ich glaube, da würde vielleicht das Schildkröten-Ding hinpassen. So, meine Süße. Ja, du bist eine ganz feine Mausi, ne? Du darfst jetzt da ein bisschen sitzen bleiben, weil hier müssen wir was aufbauen. Das da. Das ist so schön. Schildkröten-Aquarium. Sollen wir es hier wieder so ein bisschen hell machen? Ja, ich glaube, hier machen wir es mal etwas heller. Und dann so ein bisschen schwarz dazwischen. Ja. Oder weiß? Oder schwarz? Schwarz. Metall. Oh, na, ein bisschen wieder mit schwarz arbeiten wir. Und nochmal schwarz. Genau so. Das sieht doch gut aus. Oh mein Gott, ist das cool hier. Das ist ja richtig cool. Oh, mit Nahrung füllen. Hallo. Ist da jemand? Hallo, wohnt da wer? Mit Nahrung füllen. Tick, 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 tick. Da habe ich jetzt ein paar Würmer, glaube ich, reingeworfen. Oh, das, muss man das öffnen? Nee, ne? Oh, ich würde so gerne jetzt hier eine Schildkröte kaufen. Kann ich hier auch füttern? Ich kann doch hier bestimmt auch füttern. Da. Hä? Ich will hier auch füttern. Ich weiß, dass man da füttern kann. Vielleicht, weil hier keiner wohnt. Vielleicht ist da wirklich eine Schildkröte drin. Ich habe sie nicht gesehen. Bin ich jetzt etwa schon fertig? Na, siehst du? Ich wusste doch, hier ist noch was. Was ist denn das bitte hier für ein Zimmer? Irgendwie so völlig random. Einfach so ein Abstellraum oben. Okay. Ich glaube, das sind so alte Kindersachen. Das ist eine alte Säge. Genau, das benutzen die alle nicht mehr. Ein alter PC. Damit haben die früher mal gespielt, die Kinder. Hier ist noch so eine Modepuppe. Alte Fahrräder. Ich glaube, die dürfen wir alle verkaufen, ne?
Ja, wir sind mal so frei. Ich verkaufe hier einfach mal alles. Das auch? Ich verkaufe jetzt mal das da. Ein alter Ball. Ja, ja, ja. Die Kinder sind groß, ne? Der kann alles weg. So. Ich weiß zwar nicht, warum diese ganzen Plastikverpackungen weg können, aber gut. Das auch. Mein altes Werkzeug. Oha, die ganzen alten Handtücher. Oh, hoppala. Die waren eigentlich noch gut, aber naja. Die Regale waren eigentlich auch noch gut. Ich frage mich, was jetzt hier für ein Zimmer reinkommt. Bin ich mal gespannt. Ja, Leuchtstoffröhren sollen wohl doch weg. Muss ich mich schnell mal darum kümmern, dass ich hier irgendwie neues Licht reinbekomme, damit ich dann nachher noch was sehen kann. Schnell erstmal hier Bodenfliesen verlegen. Was ist denn das? Was mache ich denn gerade hier? Helle Parkettstreifen. Oh. Ich soll in Farben Horizont streichen. Also in Blau. Na gut, dann streichen wir mal hier in Blau. Was kommt denn hier rein? Hier ist ja noch ein Doppelbett. Was? Hä? Ja, wie viele Kinder haben wir denn? Ich dachte, wir hätten nur zwei. Und ganz viele Tiere. Aber warum haben wir denn jetzt hier noch ein Doppelbett? Oder ist das das Doppelbett von den Eltern vielleicht? Ist das das Elternschlafzimmer vielleicht hier? Ach so. Das kann natürlich sein. Oder war das da eben das Elternschlafzimmer? Nein, ich glaube nicht. Nee, 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 nee. Also ich würde ja, wenn, dann auch die beiden Kinder nebeneinander machen und dann daneben das Elternschlafzimmer. Hm. Ich meine, gut, wir können uns das ja so ausdenken, wie wir das haben wollen. Aber ich habe halt auch noch nicht so genau gesehen, was jetzt hier noch so kommt. Ach, beim Schneiden werde ich wieder sehen, wie viele Kinder ich eigentlich habe. Ich glaube, ich habe intuitiv irgendwie gedacht, es waren nur zwei. Ist halt auch die Frage, ob man so den Unterschied von einem Eltern- oder einem Kinderschlafzimmer dann irgendwie direkt erkennt. Oh oh. Nein. Oh nein. Zelda, ich brauche mal kurz ein Weiß. So, danke schön. Ja, dafür ist es gut, dass man dann doch nochmal Weiß da hat, ne? Wir brauchen Platz, die muss raus, die Farbe. Wir fangen natürlich wieder mit den großen Sachen an. Das da. Sieht das jetzt eher aus? Oh, das ist das gleiche Bett wie eben. Wir könnten jetzt so tun, als ob das quasi hier so ein bisschen eher so, das ist dann eher so Elternschlafzimmer. Nee, die kriegen aber so ein helles Bett. Ich tue jetzt einfach so, als ob es Elternschlafzimmer ist. So, soll das auch hier so stehen? Oder lieber, ich stelle es mal wieder hier so vor die... Ach nee, aber da kommt man nicht mehr an die Heizung, das ist blöd. Oder wir machen was ganz Wildes und stellen es mal so hin. Ist halt nur die Frage, nee, dann passt da, glaube ich, kein Nachttisch daneben. Okay, das können wir nicht machen, tut mir leid. Wir müssen es wahrscheinlich doch wieder so machen. Und so, dass man halt auch noch rauskommt. Kommt man noch so durch? Ah, ist ein bisschen knapp, aber ich glaube, das passt. Brauchen Nachttische. Haben wir Nachttische? Haben wir keinen Nachttisch? Hä? Hallo? Nachttisch? Werkzeugtafel? Hä? Wieso Werkzeugtafel? Ich bin verwirrt. Schreibtafel? Tigris, was ist denn das hier? Wo sind wir denn hier? Wem gehört das? Was ist das denn für ein komisches Zimmer? Lebt hier nur der Vater oder was? Ich stelle jetzt mal einen Schrank hin. Wir nehmen mal den schönen Bucheschrank. Sowas, was ich normalerweise eigentlich nicht nehmen würde. Den tun wir einfach hier hin. Ich glaube, wir haben keinen Fernseher, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht haben wir noch so eine Yucca-Palme, die dann noch in die Ecke kann. Das ist ja ganz schön eng hier, ne? Ah, ob das so eine gute Idee ist? Nee, komm, das ist keine gute Idee, das weiß ich jetzt schon. Alles, wo man so auf so einen riesen Schrank drauf zugeht, ist keine gute Idee, finde ich. Erstmal da. Mal gucken, was noch kommt. Bürotisch. Ja, nehmen wir Bürotisch. In generell einfach weiß. Alles. Nein, hallo, ich möchte alles in weiß. Nee, so normal halt. Sonnengelb, nee, das sieht auch doof aus. Eine Creme vielleicht? Ja. Ich hätte halt da hinten eigentlich ganz gerne so meine Arbeitsecke gehabt, aber ich weiß nicht. Hier ist es zu eng, hier kann man dann nicht mehr sitzen. Schaffe ich das vielleicht auch noch hier so? Das ist mega eng. Das ist mir eigentlich hier alles viel zu eng. Da stößt du ja mit der Tür gegen den Schreibtisch, wenn du reinkommst. Gefällt mir irgendwie nicht. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn man hier so reinkommt? Ja, ich glaube, das ist besser. Finde ich trotzdem nicht so toll, aber besser. Oh mein Gott, da kommt ja noch eine Kommode und alles. Ach, wie fett ist denn jetzt der Stuhl? Ah ja, guck mal hier, hellblau. Eine hellblaue Sitzfläche. Also den Stuhl finde ich generell ganz schick. Aber ich komme halt einfach gar nicht mehr durch. Läuft bei mir. Bin aber überlegen, ob ich nicht doch den Schrank lieber dahin stelle. Ich glaube, ich schiebe das Bett um. Leute, tut mir leid, ich bin heute irgendwie unzufrieden damit. Ich weiß auch nicht, warum. Ich will ihn hier so ganz in die Ecke haben. Und dann tue ich nämlich doch das Bett hier hin. Weil ich hatte ja eigentlich gedacht, dass ich hier so einen Nachttisch habe. Habe ich aber ja gar nicht. Und dann würde das ja so viel besser passen, wenn man dann quasi hier auch so ein bisschen noch rausgucken kann. Guck mal, das ist doch viel schöner so. Ist zwar so ein bisschen schräg, aber man kommt sonst nicht in den Schrank. Und entweder tut man so, als würde man halt hier alleine schlafen, weil dann braucht man da hinten ja sowieso keinen Nachttisch mehr. Dann ist das ja so total in Ordnung. Muss natürlich auch noch richtig an der Wand stehen. So ist besser. Ja, finde ich prinzipiell auf jeden Fall schöner. Kronleuchter. Heieieiei. Oh, ja. Ich nehme den. So, dann haben wir nämlich auch gleich Licht. Tada. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wer jetzt hier wohnen soll. Weil jetzt hier auch diese Werkzeugtafeln drin hängen. Oh, ich weiß es nicht. Wir nehmen schwarzen Laptop mit roten Tasten. Ja. Okay.
Einmal an, bitte. Eine doppelte Kommode. Nein, dafür habe ich gar keinen Platz. Oh Mann. Na okay, weiß. Ja, ich will nicht noch mehr verschiedene Holzfarben haben. Holzfarben haben? Achso, hier kann man ja eh nicht langlaufen, ne? Das heißt, ich könnte sogar da eine Kommode hinstellen. Nee, mache ich aber hier. Ich glaube, das lockert das sogar auch ein bisschen auf. Wenn man dann hier noch so auf was etwas... Ja, ich glaube, das ist besser. Auf was Niedrigeres drauf guckt. Wo zur Hölle sollen die Dinger hin? Eine Schreibtafel. Eine Schreibtafel. Da? Warum? Keine Ahnung. Warum brauche ich hier eine Schreibtafel? Eine Werkzeugtafel. CHN. Das ist unten, ne? Ja, das ist unten. Okay. Aha. Aha. Dann machen wir hier hin. Irgendwie so. Oder, ja, hier so. Das passt irgendwie überhaupt nicht hier rein. Ich weiß nicht, warum ich das hier habe. Warum habe ich hier einfach so eine Dings hier hängen? Einfach so im Schlafzimmer von irgendwem. Na gut. Ja, Tischlampe ist ja wieder einfach. Oh, ich nehme dunkle, raue Eiche. Sieht auch ganz gut aus und dann so ein bisschen grau. Ja, stell ich mal da oben hin. Yucca XL. Oh Gott, die ist wahrscheinlich sehr, sehr groß, ne? Ich nehme dezent in weiß. Oh mein Gott, ist das groß. Hilfe. Da so? Ich stelle es einfach mal da unten hin. Das passt halt gar nicht einfach, finde ich. Das sieht alles sehr random aus. Vielleicht würde ich es theoretisch gerne daneben stellen, aber wir haben keinen Platz mehr. Da kriegen wir die Tür nicht mehr auf. Ne. Also ich meine, ich finde es zwar generell schön, so eine Pflanze neben dem Bett zu haben, aber hier halt einfach auch nicht, ne? So ein Riesenteil. Das sieht auch sehr komisch aus. Das muss irgendwo nach da rechts. Hier komme ich halt nicht mehr an den Schrank dran, das ist blöd. Oder kann ich den so weit nach links schieben? Nee, das mache ich nicht. Ich stelle es jetzt dahin. Auch wenn ich das jetzt nicht wirklich so perfekt da finde. Ein Teppich, okay. So ein dunkles Blau. Natürlich hier. Das ist vielleicht so irgendwie. Das wäre in Ordnung für mich. Oh, leicht schief. Ist ja ein bisschen gerader noch. Es geht wohl nicht ganz so gerade. Aber also so, ne, prinzipiell ist das schon so die Richtung. Hä, warum geht denn das nicht? Das ist ja sehr komisch. Ich glaube, ich kriege das nicht besser hin. Ich muss meinen Stuhl zur Seite schieben. Ich glaube, deswegen geht das nicht. So, jetzt ist es aber gerade. Ja, okay, die Ecke finde ich ja eigentlich ganz gut. Papierkorb passt natürlich auch hier hin. Das geht. Was ist das? Eine Haustieruhr. Ach so, Stiftehalter. Schwarz. Ach, wir nehmen hier einfach so ein bisschen zufällig, oder? Verschiedene Farben. Bisschen rosa. Bisschen so. Ein bisschen weiß. Ja, halt so schön bunt, ne? Ich glaube, das können wir schon so nehmen. Der sieht auch so dekomäßig ganz schick aus. Da oben drauf. Ist das jetzt alles für die Wand? Nee. Das hier ist, glaube ich, irgendwas zum Hinhängen. Was zur Hölle ist das hier für ein komisches Zimmer? Ich habe einen fliegenden Tiger im Zimmer. Hä? Warum? Ist das eine Piñata? Was ist das? Hä? Leute, kann mir das jemand erzählen? Warum habe ich einen fliegenden Tiger in meinem Zimmer? Das ist doch ein fliegender Tiger. Was bist du? Was? Was bist du und was machst du hier? Hä? Das ist so, hä? Warum? Ne, das geht ja gar nicht. Das hängt ja hier einfach nur total komisch. Ich kann ja auch gar nicht gucken, was ich da mache. Weil ich ja gar nicht sehe. Ich gucke ja nach da oben. Okay. Ich hänge den irgendwo so halb an die Wand. Würde ich sagen. So, okay, wir sagen so, wir sind ein riesen Tiger-Fan, ja? Und deswegen haben wir uns einen Tiger hier hingehängt. Das macht Sinn, oder? Ich meine, man könnte sich den auch da hinhängen. Ich muss hier wirklich so viel rumprobieren, weil das alles so eigenartig aussieht. Hey, ich weiß nicht, was das für komisch ist. Nein, nein, das will ich doch nicht. Nein, geht gar nicht. Oder hier so. Nein, das, was ist das? Oh Mann. Okay, ich fand, hier ging es eigentlich. Ich tue das wieder nach da hinten. So sieht es aus, so ein bisschen, als sei das ein Bild. Ich kann über den Kopf schütteln. Ich habe noch nie so ein eigenartiges Zimmer gesehen. Ja, wir nehmen mal diese Farbe hier. Pastellrosa. Und hängen die auch wieder da über die Tür. Einfach, weil ich es gerne mag. Jetzt haben wir noch ein paar. Achso, das ist ein Buch. Das ist ja gar nicht zum Aufhängen. Ich kann das auch da so reinlegen. Ja, dann lege ich das hier so hin. So. Ein Oldtimer-Foto. Wer lebt hier bitte? Wer? Das muss ja eigentlich hier so ein bisschen... Oder da? Ist auch cool. Aber dann machen wir es ein bisschen größer. Guck hier nochmal kurz. Think outside the box. Okay, das ist cool. Das mag ich. Vielleicht könnte ich das ein bisschen... Oh Gott, ist das riesig. Okay. Vielleicht nehmen wir doch das in S. Manchmal denkt man, das ist nicht so groß, aber irgendwie... Ja, das so über dem Bett, genau. Ja, und dann nehmen wir halt hier einfach so ein etwas größeres. Vielleicht könnte ich sogar so ein richtig... Ich habe übertrieben. Oder das ist halt einfach so ein richtiger Autofan. Ist das doch eher das Zimmer von dem Jungen. Könnte das sein? So ein bisschen... Ich gehe mal einfach raus. Ich bin ein bisschen überfordert mit dem Zimmer. So, jetzt haben wir hier noch eins. Hier ist alles in Ordnung. Hier ist alles gut. Ja, sind wir schon fertig? Hm. Ach, das ist wahrscheinlich jetzt deren Badezimmer von den Kindern, ne? Oder ist das hier generell so die Schlafetage? Was ist das hier? Oh, wow. Das ist ja besser als mein Setup. Nein. Oh mein Gott, ich hab's aus Versehen gedreht.
an. Oh ja, Regenbogen. Das ist ja cool. Also das ist auf jeden Fall entweder so ein Gaming oder ein Arbeitszimmer. Wahrscheinlich ein Arbeitszimmer. Oh, hier, das sind die Kinder. Das ist ein Foto von den Kindern. Ja, hier ist eine Kaffeemaschine. Okay, das ist das Arbeitszimmer oder Gamingzimmer. Vielleicht ist der Vater ja auch YouTuber. Oder die Mutter. Und dann haben wir halt hier irgendwie mehrere Schlafzimmer. Jetzt kann halt auch sein, dass das hier ein Kinderzimmer ist und dass das erste vielleicht das Elternschlafzimmer war. I don't know. Na, ich meine, irgendwo müssen die ja schlafen. Weil hier unten ist ja kein Schlafzimmer. Nee, hier unten ist ja einfach nur Wohnen. Okay, also ich glaube, wir haben es eigentlich fertig. Ich gehe nochmal raus. Guck hier nochmal. Hier steht noch, räume den Müll auf. Wo ist denn noch Müll? Ist das da draußen Müll? Das da? Da komme ich nicht dran. Oh, ist das schön. Meint die, ich soll Rasen mähen? Ich versuche das mal ganz kurz. Ich mähe einfach mal so random den Rasen. Oh, es geht, glaube ich, gar nicht. Ich kann hier nicht mähen. Okay, das funktioniert wohl nicht. Ich mache nochmal das Garagentor auf. Ne, hier bin ich ja wieder drin. Kann mir jemand sagen, wo hier Müll sein soll? Terrasse, hier ist ja nichts. Ich glaube, das ist ein Bug. Hier ist kein Müll. Hab alles angeguckt. Komisch. Oh, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden hier. Oh Gott, ich hab so lange gesucht. So, Jungs und Mädel. Ne. So, ihr beiden, wir können los. Du hast mir wunderbar geholfen. So. Du hast die ganze Zeit meine Farbe gehalten. Und dann brauchte ich sie gar nicht. Okay, ich verkaufe auf jeden Fall die alte Farbe noch. Ne? Ja, fertig. Und jetzt können wir nach Hause gehen und wir haben ein bisschen Geld hoffentlich verdient. Einkommen 14.000. Ja, das ist nicht schlecht. Ist natürlich nichts im Vergleich dazu, wenn man sich ein Haus kauft und das dann nochmal umgestaltet und dann wieder verkauft. Das ist dann doch, glaube ich, noch immer um einiges mehr. Dafür nehme ich allerdings auch immer 4 Stunden auf. Und da ich im Moment auch noch einen Adventskalender habe und ich habe noch ein anderes Video zu den Lego Dots, was ich auch gedreht habe, was ich auch gerne auf dem Kanal hier hochladen würde, habe ich mir gedacht, ich mache das Video nicht ganz so lang. Und dafür gibt es aber nächste Woche wieder noch ein weiteres Video. Ich hoffe, ich kriege das hin zeitlich. Es ist auf jeden Fall schon gedreht und ich schaffe es ja in der letzten Zeit auch eigentlich immer ganz gut, nochmal ein drittes Video in der Woche hochzuladen. So, bitte, bitte, ihr müsst mir unbedingt wieder eure Ideen in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr die Idee mit dem Kevin allein zu Hause? Was würdet ihr daraus machen? Sollen wir daraus eher das Büro machen oder eher ein Kinderheim? Ich finde beide Ideen unglaublich gut. Ich finde halt die Umgebung hier viel schöner. Aber wenn wir uns hier so das Haus angucken, das hat einfach zu wenig Zimmer. Ich hoffe so darauf, dass ich vielleicht in einer der nächsten Missionen vielleicht noch ein größeres Haus finde mit mehr Zimmern und einem richtig tollen Ausblick. So einem richtig schönen Garten, wo wir dann halt so eine Vogelvoliere reinsetzen können. Vielleicht so große Hundehütten. Oh. Entschuldigung, so große Hundehütten oder sowas, dass man da dann noch Platz hat. Und ja, also wenn ich so ein großes Haus mir hole, dann wird das auf jeden Fall dauern. Dann wird es bestimmt in 2 oder 3 Folgen oder so wahrscheinlich der Umzug stattfinden. Gehe ich auf jeden Fall mal von aus. Und dann haben wir danach auch ein bisschen Platz und ein bisschen Zeit, uns vielleicht auch noch mehr Tiere zu holen. Nicht nur vielleicht, sondern dann können wir uns endlich mehr Tiere holen. Unter anderem auch endlich mal einen Vogel, so Kakadu oder irgendwie sowas, hätte ich voll Bock drauf. Und es gibt ja auch Ratten und so. Also es gibt ja so viele coole Tiere. Okay, also ich werde jetzt erstmal nach Hause gehen. Auftrag abschließen? Ja, bitte gerne. Jetzt kann ich nochmal den Unterschied sehen. Ja, ist auf jeden Fall schöner. Das fand ich eigentlich cool. Das finde ich aber auch cool. Ja, da sieht man so schlecht, ne? Weil das so irgendwie... Ja, okay, das ist auch gut. Da stehen sogar die beiden noch. So, wir sind wieder da. Also ich finde, wir haben das ganz gut hingekriegt. Na, wie geht's dir? Warst ja nicht so lange allein, beziehungsweise wart ja eigentlich gar nicht allein. Igitt, was machst du denn da? Du hast dich in den Napf reingelegt. Ich muss mir erstmal wieder füttern. So, und ich hätte auch... Ich hätte auch Lust, habe mir in der letzten Zeit immer wieder so überlegt, mal wieder Sims zu spielen. Aber das wird natürlich wieder ein richtiges XL-Projekt, denke ich mir. Aber das passt halt eigentlich auch ganz gut, ne? So mit dem Einrichten und dann halt auch noch so ein bisschen andere Sachen machen. Ja, das ist schon ganz cool. Ich liebe ja eigentlich auch mein Büro hier. Ich meine, und das, obwohl es ja eigentlich nur so übergangsweise ist. Aber da habe ich auch schon so Ewigkeiten für gebraucht. Aber ich mag die Farben. So, also ich bin am Ende angekommen. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und Zelda dreht schwer durch. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.